Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren verstörenden Folge Blade Senor's Sacrifice. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein großes herzliches Dankeschön geht raus an all die Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, ob es jetzt hier positiv weitergeht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt durch eine von diesen Toren gehen müssen. Ich weiß aber noch nicht, welches Tor ich nehme. Ich glaube, der eine war irgendwie Gott der Hölle und der andere Gott der Illusion oder so. Ich gehe, glaube ich, erstmal Richtung Rot. Mal schauen, was hier passiert. Valraven, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Meister der Illusionen. Oh Gott, der Raben. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es kann sein, dass die Performance jetzt nicht mehr ganz so gut läuft. Aber das Spiel sieht jetzt noch besser aus, tatsächlich. Ich habe jetzt nämlich noch eine Mod runtergeladen. Aber ich merke schon, die zerrt jetzt schon an der Leistung meines Rechners. Jetzt wirkt halt alles noch atmosphärischer. Es ist viel mehr Kontrast mit drin. Es ist noch düsterer. Ich finde es eigentlich ganz geil so. Aber ich muss mal gucken, wenn die Performance jetzt nicht so gut ist, muss ich mir was überlegen. Aber gut, wir werden sehen. Jetzt geht's erstmal weiter hier. Ist schon gut düster geworden. Alter. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the old father. Ja, Odin als oberster Gott, den kennen wir, den Allvater, den Nordmänner. Aber ich muss schon sagen, hier ist es schon ein bisschen zu dunkel, ne? Ich werde jetzt die Folge mal mit der Mod spielen. Und dann schaue ich mal, ob ich dabei bleibe oder nicht. Aber in so dunklen Passagen wie jetzt gerade wäre heller dann doch besser. Aber in helleren Passagen wie hier sieht das Dunkle besser aus. Okay, hier ist was gekennzeichnet. Wir müssen das Ding hier umklappen. Ah, ich habe jetzt natürlich auch gleich den genommen, den Meister. Da kann ich mich entsinnen, da habe ich nämlich länger gebraucht, um meinen Weg irgendwann zu finden. Illusion hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okay. Wir müssen dieses Symbol irgendwie irgendwo. Irgendwo entdecken. The what? Wir gehen einfach oben rum. Das könnte man natürlich auch machen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und dann kicken wir einfach dagegen. Ja, ja, ich push doch schon. Dass die Stimme immer so einen Stress machen müssen, oder? Ah ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist auch richtig cool gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal durchschreiten.
damit wir auch wirklich durch ein offenes Tor gehen können. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? But once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Oh, ruckelti, ruckelti. Ah, Leute, ich glaube, ich nehme die Mod wieder runter für die nächste Folge. Hier müssen wir jetzt einmal durch. Zerrt dann doch ein bisschen zu sehr an der Performance. Macht den Spielfluss kaputt. Sind sie wieder da? Die bösen Männer? Ah, shit. Okay. Na komm, schlag zu. Dämlicher Affe. Ja, ich beende es. Schnauze, amigo. Hatten wir gar nichts. Ah, wieso geht das nicht? Ja, nicht zu viel ausprobieren hier. Wir wissen ja, wenn wir hier zu viel Schaden kriegen und sterben, ist irgendwann das Spiel vorbei. So, bin nur gespannt, wie viel ich von diesen komischen Rabenmenschen töten muss. Ja, wie? Wir haben die Final. Sag mir das. Der rückt mir auch ganz schön hart auf die Pelle. Irgendwie kann man hier auch Finals machen. Das Dumme ist, du hast hier keinerlei Tutorial. Du bist auf dich allein gestellt. Irgendwie gehen Finals. Wie gingen die nochmal? Nahkampf ausweichen, blocken, Ziel ändern geht auch. Okay, mit Z und C. Nahkampfangriff, schwerer Schlag, Schnellschlag. Interagieren F. Okay. Habe ich jetzt noch nicht gerafft. Kriege ich aber noch raus. Letztlich wieder Schönwetter. Immer dieses Hin und Her, ne? Das ist halt, so geht's in 10 Uhr ab. Hin und Her. Böse, gut. Hell, dunkel. Kontrolle. Keine Kontrolle. Valravn's power of illusion comes from ravens. Allowing the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen. Sieh die Raben aus. Sieh dich um. Jetzt ist alles anders. Okay, da ist der Rabenmann. Junge, komm mal runter. Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Oder ein Raben, in dem Fall. Hier hoch. Okay, alles klar. Jetzt ist nur die Frage.
Ich denke mal, da komme ich dann nach oben. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Ah ja. Da wird ein Schuh draus. Da ist es, das Symbol. Tada! Ah, nicht gut. Ich mag dieses Gameplay irgendwie. Es hat was. Du hast coole Kämpfe. Du hast aber auch diese Rätseleinlagen. An sich ist sowieso alles richtig geil inszeniert, also. Leichter Windhauch hier auf meinem Nacken. Ich spüre es. Looks the same, but feels different. An imposter world. Where the forest itself is watching. Okay, der Rabenmann ist auf jeden Fall da drin. Another gate. Okay, ich muss wieder irgendwo durchschauen, wo das dann offen ist, eventuell. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Fläche. Warte mal, was haben wir denn hier? Das heißt, von welchem Winkel muss ich denn dann da reinschauen? Gut an dem Spiel ist, man muss sich keinerlei Gedanken machen, ob man irgendwas in der Welt groß verpasst zum Einsammeln, denn hier gibt es eigentlich gar nichts zum Looten. Hier da hinten können wir lang gehen. Das fokussieren. If you hear the song of Valravn, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't. Dann muss ich dem erstmal folgen. Okay, ich gehe stark davon aus. Ist das hier so ein Tor? Ah ja. Okay, das lässt mich jetzt hier mal durchgehen. Rabenmensch! Komm her, damit ich dir deine Federn ausrupfen kann. Stimmen sind aber auch gemein zu mir, oder? Ist nicht meine Schuld. Darüber? Nein. Ah, hier ist wieder ein Tor. Kleinen Moment. Ah ja. Verstehe. Gehen wir hier weiter. Ah, ich finde das so cool gemacht, Leute. Ich mag das Spiel einfach. War da gerade ein Auge an der Wand? Seht ihr das? Aha, krass. Überall sind diese Augen, ne? Die machen Auge auf mich. Eigentlich muss ich ja hier dann drüber. Dann gehen wir auch gleich mal da lang. Rabenmann. Jetzt auf jeden Fall wieder ein Tor. Los, Kämpfe! Wie ein junger Gott.
Winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries. Erinnert sich hier irgendwas? Rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gallant. Some like truth become gallant. Du hast sie wieder verloren, du bist einfach dumm. Others, wie nett. Like Senua. The purge a curse. Those who make it back are forever changed. Okay, also mit dem Tor weiß ich noch nicht so ganz, was ich anfangen soll. Aber eigentlich, hier ist die Mauer zu, dann vielleicht dadurch das Tor offen. Nein, okay. Denn sonst irgendwas anders, seitdem ich jetzt hier durchgegangen bin? Irgendwie nicht, oder? Muss ich zweimal durchgehen? Hat da auch keinen Unterschied, oder? Hier habe ich Mauer. Dann ist Mauer wieder kaputt. Aktuell ist sie ganz. Was ändert sich noch? Ach so, da hinten. Ach. Ja, es ist auch schon wieder 11:30 Uhr. Bei mir gerade. Wohlgemerkt nicht mittags. Aber solche Spiele spiele ich dann, wenn dann praktisch spät abends. So, machen wir mal wieder hier die Tür auf. Lieben. So, und jetzt muss ich wieder weiter, oder? Ah, hier ist noch eine Tür. Wir machen natürlich alle Türen auf, versteht sich. Hier ist noch eine Leiter. Hier geht's auch nach oben. Mir das überhaupt rein gar nichts. Na, kannst du hier nicht runterspringen? Okay, wir schauen mal, was hier oben geht. Ich finde ihn schon wieder, keine Sorge. Ah, okay, hier erscheint eine Treppe. Die Treppe brauchen wir. So, die Treppe ist immer noch da. Okay, passt. Schwarze Magie, ja. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Es ist eine Illusion, aber selbst wenn es nur eine Illusion ist, meine lieben Stimmen, sie bringt dich weiter. Hoffe ich zumindest. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Jetzt komme ich nach oben. Und jetzt kann ich fokussieren. Geil. The door's open. Okay, gut. Rabenmann, ich komme. Mach dich bereit zu sterben. It were that simple.
The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. She can't get in. She can't go in there. Anderen Weg, okay. Bruce ist auch nur in meinem Kopf, ne? Meinen Gedanken irgendwie ein Spuk darum. Ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er genau gespielt hat in dieser ganzen Geschichte. Hab ich auch schon wieder vergessen. Aber er wird uns auf jeden Fall komplett durchführen. Und uns seine Ratschläge weitergeben. Nein, und seine Anekdoten. Wow! Alter! Du kannst doch nicht einfach so kommen und mich von der Seite so blöd anmachen. Wow. Der Nexa, los. Ich hab von den Viechern keine Angst. Nexa. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Mist. Ah. Vor allem, jetzt kommt noch der zweite hinzu. Au. Wow. Danke für die Warnung, liebe Stimmen. Wow, Alter! Gib ihm! Jawoll! diese Kämpfe machen so Spaß, Mann. Ah ja. Okay, lass mich hier checken. Okay. Geht's nur wieder zurück. Was haben wir hier? The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ja, man lernt hier auch ein bisschen was noch über die Götter. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wild. Perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize. Ich glaube, hier hat es mal längere Zeit gehangen, weil ich nicht wusste, wie es weiterging. Ja, das war nämlich ein etwas größerer Spielplatz, den es hier zu bewältigen gibt. Okay, wir müssen einmal rüber. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die Brücke runterlassen. Wir haben hier einen netten Kollegen, der uns den Weg in diese Richtung weist, weil hier ein Tor ist. Okay. Das Tor an sich wirkt hier nichts. Aber wahrscheinlich dann in die entgegengesetzte Richtung. Oder auch nicht. Aber der hat gesagt, ich muss da durchgehen. Na, okay.
erster Anhaltspunkt war nix. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen rätseln. Hier komme ich nicht hoch. So, ich gehe jetzt erstmal wieder straight zur Tür. Jetzt wieder heißen: You shall not pass. The song. Valravn. Valravn's song. It's over here. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das war genau diese Stelle hier, wo ich mich ein bisschen länger aufgehalten habe. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich ein wenig supporten wollt, dann lasst mir einmal den Daumen da oder verfasst einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich noch einen erfolgreichen und lästigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.